Halt, halt, halt. Vorher noch die Shinies. Ich meine, mag zwar sein, dass es den einen dran und stört, dass es hier stockt, aber... Hey Leute, bin zurück, mal wieder, und ich werde nicht lang bleiben. Ich sag mal so, die Kreaturenphase, die haben wir fast hinter uns. Es dauert also nicht mehr allzu lang und ich hoffe einfach mal, dass es in den anderen Phasen besser aussieht. Wenn nicht, dann... Ja, dann weiß ich auch nicht weiter, was ich tun soll. Dass dieses Nest besetzt. Zukünftige Generationen werden hier geboren. Na, das will ich doch eher mal bezweifeln. Denn ich ziehe gleich weiter, nachdem ich mir diese Shinies reingezogen habe. So, da mitnehmen. Irgendeine Hand. Aha, aha, aha. Nochmal kurz den Magen vollstopfen. Halt! Sachen, die am Boden liegen, sollte man nicht essen. Es könnte eine Falle sein. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir doch mal da hinten lang. Und wisst ihr eigentlich, wen oder was ich noch gar nicht getroffen habe? Das ist etwas merkwürdig. Es ist ruhig. Zu ruhig für meinen Geschmack, was das Thema betrifft, was ich gerade angesprochen habe, mit dem noch nicht getroffen. Eigentlich hatte ich ja damit gerechnet, dass sie viel häufiger vorkommen, dafür, dass das der schwere Schwierigkeitsgrad ist. Und mein Gott, was für eine schöne Strandgegend. Und hey, wir machen uns so... Leute, macht sie kalt. So, und jetzt Schurke, hilf uns mal hier. Auf geht's, komm. Jawohl. So, den machst du auch noch kalt für mich. Ha, meine Kreatur hat Hunger. Mit leerem Magen lässt sich schwer kämpfen. Da haben wir wieder ein paar DNA-Punkte erhalten und jetzt gucke ich doch gleich mal nach, ob wir nicht irgendwo mal ein Nest am Wasser finden. Wobei, muss das unbedingt sein? Ich glaube nicht. So. Zu Ende gefuttert. Wir ziehen weiter. Ja, wovon hat der jetzt gesprochen hier, die noch nicht begegnet? Das werdet ihr noch sehen. Oh ja. Hoffe ich zumindest. Weil wie gesagt, sind wir ihnen ja noch nicht begegnet. Also wenn das so weitergeht, dann habe ich hier bald sämtliche Körperteile aufgesammelt und die Flügel kommen vermutlich erst am Schluss, wie immer. So, jetzt einfach mal da längs. Da geht's lang. Und es wäre eigentlich echt perfekt, wenn wir noch einen Schurken treffen würden und den zu unserem Verbündeten machen. Apropos Schurken. Wir brauchen dich nochmal. Dann macht uns so einer von der Seite an. Komm, den killen wir mal. Ha, und jetzt erstmal satt fressen hier. Ja, Jungs, sucht euch was zu futtern. Ihr könnt hier überall reinbeißen. In die Bäume, ins Fleisch, ins Gras. Ja. Und weiter geht's. Hä? Von da sind wir doch gerade gekommen. Ach, und jetzt doch dahinter, oder wie? Oder wo, oder was? Entscheid dich doch mal, Kind. Stopp! Halt! Stehen bleiben! Ah, da sind sie ja. Ich dachte schon. Gima! Oha, die kennen wir offenbar. Na, dann werden wir denen mal getrost... Zu spät. Wir marschieren durch sie hindurch. Wie ein heißes Messer durch Butter. Vorausgesetzt, unsere Megakreatur hilft mir mal wieder. So, gleich mal auffuttern hier. Oh,
Und da liegen wieder Shinies rum. Die dürfen wir natürlich nicht liegen lassen. Das wäre ja ein Verbrechen gegen das Gesetz der Natur und wir werden angegriffen. Zurück! Zurück! Ich brauche Verstärkung! Ach, da kriegt sich die Framerate ganz kurz wieder ein, weil wir hier in der Ecke sitzen. Ja, sehr schön. Hier drüben! Helft mir! Ach, wartet, ich glaube, ich schaff's auch allein! Jo, hab's geschafft. Da ist mein Nestkamerad gleich im Eimer. Und ich auch. Ach, ey. So, Jungs, Futter packen. Noch 4 Gima für 70 DNA-Punkte. Ja, wieso eigentlich nicht? Nochmal so ein richtiges Upgrade täte doch jetzt nicht schlecht. Also so, wo wir mal richtig prassen können mit den DNA-Punkten. Was? Wer? Wie? Wo? Was willst du jetzt? Du Hirsch. Was bist denn du überhaupt? Wird nicht angezeigt. Auch gut. Jawohl, Dickerchen, mach ihn fertig. Ich stehe hinter dir und warte. So. Wie sieht's denn überhaupt aus? Wir sind immer noch anpassungsfähig, das ist gut. Was, ah ja, das ist es, was ich meinte. Moment. Hier, wir werden das UFO nochmal in Aktion erleben, nur irgendwie ist es nicht das gleiche. Es ist die T-23 Explorer, die ich zusammengeschustert habe. Mein Gott, ich erkenne mein eigenes Raumschiff nicht wieder. Ja, okay, ich weiß, sieht nicht unbedingt super aus, aber ja. Eigentlich müssten hier die Schiffe von den... Nein, ich sag's jetzt nicht, von wem die hier rumfliegen müssten. Das wäre Spoilern, da müsst ihr euch bis zur Weltraumphase gedulden, aber glaubt mir. Das kommt früh genug. Das kommt früh genug. Mit einem schwierigen Schwierigkeitsgrad, da wird es besonders schwierig. Und Leute, jetzt helft mir doch mal, wir machen die Jungs hier fertig. Ja, lauf schön zurück. Ja, hau ab vor mir. Kleiner Feigling. Springt er da den Hang runter und... Der läuft gar nicht vor mir davon. Die versuchen uns zu trennen. Ihr seid ja clever, aber es funktioniert nicht. Nächster. Ja, das Ding, das kurft jetzt da oben rum. Das beamt ein paar Viecher manchmal auch hoch. Das ist recht witzig, aber im Moment... Weh, du beamst mir meinen Schurken hoch, weil dann, also... Dann, das verzeih ich dir nicht. So, mach den fertig. Dann kriegen wir wieder ein paar DNA-Punkte und können so richtig passen. Jawohl. So, jetzt erstmal ab ins Nest. Da ist noch so ein Viech. Den mach mal kurz kalt. Und gleich nochmal zuhauen und beißen. Und da hält man Alpha. Ach, da ist noch einer. Gut, packen wir dich auch noch. Na komm, mach ihn fertig. So. Jetzt nochmal kurz Futter packen hier. Während ihr euch erholt, hole ich mir die Shinies. Aber irgendwie immer noch keine Flügel dabei, oder? Nein, keine Flügel, nein. Und guckt mal hier, wir haben es fast. Ich speichere an dieser Stelle nochmal kurz ab. Speicher. Und ich sollte jetzt vielleicht langsam, aber sicher mal zusehen, ein neues Nest zu finden. Ich mache hier gerade einen auf gut Wandersmann, ne? War mal hier vorhin nicht bei diesen Viechern da? Bei diesen Kötteln? Ach, Moment, noch mehr Shinies. Noch mehr nicht glänzende Shinies. Wieso glänzen die nicht? Sehen halt nicht so glänzend aus, oder wie? Was haben wir denn da?
Mutra. Die kennen wir auch schon. Ach, da kommen wir jetzt hin. Ja, das hat natürlich jetzt wenig Sinn. Die machen uns fertig. Das geht aber gar nicht. Wir schlagen mal zurück. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ui, 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 ui. Die haben uns aber böse zugesetzt. Richtig böse. Sekunde mal. Kann man hier irgendwie... Ja, kann man. Oha. Beißen Stufe 5, Rammen Stufe 4 und Schlagen Stufe 3. Die sehen aber nicht sehr freundlich aus. Nochmal schauen, ob wir es mit denen aufnehmen können. Ja, dürfte gehen, wenn wir uns alle auf einen Gegner konzentrieren, dann dürfte es... Oha, du solltest was fressen, mein Junge. Du siehst nicht gesund aus. Und ich sollte auch was fressen. Ich sehe auch nicht allzu gesund aus. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Na komm schon, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und ich traue mich ja gar nicht, es überhaupt zu erwähnen, aber... Psst. Dreht mal den Monitor, Leute, die Lautsprecher lauter. Die Framerate hat sich wieder eingefangen. Was wollt ihr jetzt hier? Mensch, Leute, hier tobt Krieg. Verzieht euch. Oh, jetzt kommt's ab. Aber mit einer Schurkenkreatur an unserer Seite kann uns doch gar nichts passieren. So, 4 Stück von euch noch. Dann erhalten wir 70 DNA und dann haben wir hoffentlich die Fortschrittsanzeige voll. Guck mal, da läuft einer jubelnd davon. So, nächster. Tja, und da war uns nur noch ich und der Schurke. Halt, wo willst du hin? So, jetzt ganz kurz erholen. 2 Stück von denen muss ich noch kalt machen. Da zählst du doch dazu, oder? Oha! Oha! Ich sag dir doch, das Ding ist kurz vorm Platzen. Na super, jetzt ist unsere Schädeldecke im Eimer. Auch gut. Glückwunsch, dein Gehirn ist nun voll entwickelt und platzt schon fast an den Nähten. Bereite dich auf die Weiterentwicklung zur Stammesphase vor. Juhu. Das freut uns doch. Aber wir sollen noch einen Motra erledigen und das will ich machen, weil ich nur die 70 DNA-Punkte haben. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt nämlich, wenn wir in die Stammesphase wechseln, landen wir noch einmal im Kreaturen-Editor. Und da können wir unsere Rasse das letzte Mal editieren. Danach nie wieder. Das heißt, wenn wir noch Änderungen vornehmen wollen, dann jetzt. Anderen, was fliegt denn da rum? Ein Schurke! Ein fliegender Schurke! Das ist ja wunderbar. Warte auf mich. Warte, ich komme schon. Mist, wo ist er hingeflogen? Wo ist er hingeflogen? Er ist weg. Und ich find's ja eigentlich echt merkwürdig, aber ich bin keiner einzigen Dingens über den Weg gelaufen. Ich will's nicht erwähnen, weil falls sie doch noch vorkommen, dann würde das jeglichen Spielspaß rauben. Wo ist jetzt dieses Viechchen? Dieser Megaschurke. Wo ist der hin? Er ist doch irgendwo in diese Richtung geflogen. Wo ist mein anderer Schurke? Hallo? Sekunde. Verbündetenruf. Ah, da bist du ja. Du hast nicht schon wieder rumgetrieben, hä? Ja. Was sollen wir machen? In das Nest ziehen? Ach, ich ziehe einfach mal in das Nest. Das ist eine hübsche Gegend hier. Möchtest du dieses Nest zu deiner Heimat machen? Wenn du stirbst, wirst du dann hier wiedergeboren. Ja, meinetwegen.